Moin 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 ihr Lieben, willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute geht's wieder rein in die Gruppe 1 Prototype Series auf Daytona. Und ja, ich habe beim letzten Mal sehr viele Fragezeichen im Kopf gehabt und wollte einfach heute nochmal verifizieren, ey, wie schaut's denn aus? Ist das jetzt der 787B, der hier so krass spritsparend unterwegs ist? Was ist hier genau los? Probieren wir es einfach mal mit dem und schauen, wie gut wir hier zurechtkommen. Erstens, toller Sound. Zweitens, wunderschönes Auto. Drittens, ein hoffentlich gut zu fahrendes Auto. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Alter Gruppe C Bolide, das heißt, wir haben hier keinen Hybrid-Schnickschnack oder so drin. Schöner alter Wankelmotor. Im Jahr darauf waren die Wankelmotoren dann nicht mehr erlaubt. Was sehr schade ist. Und wir schauen einfach mal, wo die Reise hingeht. Also, Spritsparen bringt in dem halt nicht wirklich was. Ich glaube, das Short-Shiften hingegen hier und da schon. Aber grundlegend müssen wir wahrscheinlich eher in die Box. Ich bin trotzdem manchmal ein bisschen vorsichtig beim Hochschalten, weil hier und da ist es beim Gangwechsel schon so, dass das Auto sehr unberechenbar wird. So wie das Verhalten von dem Dude da vor mir gerade. Alter. Last Minute Save hier. Ja, hier zum Beispiel würde ich dann eher im dritten bleiben im nächsten Durchlauf. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich da lieber im dritten bleiben sollte. Ja, vielleicht sollte ich minimal Sprit sparen, damit wir hier noch eine siebte Runde dranhängen können. Ansonsten müssen wir Medium-Medium fahren. Alternativ wäre Medium Soft vielleicht sogar möglich, wobei ich müsste dann über eine halbe Runde Sprit sparen. Also, wie Gallo hier so viel Sprit gespart hat, verstehe ich immer noch nicht. Mal schauen. Ja, diese enormen Shortshifts. Da erinnere ich mich zurück an so eine Online-Qualifikation, wo die das halt auch hier gemacht haben. Da war das wohl die schnellste Methode hier, um den Kurs zu kommen. Anscheinend ist es nicht mehr so, weil ich habe gerade mächtig Zeit verloren. Uiuiui. Ja, hier muss ich auf jeden Fall langsam machen, weil ich werde aufgehalten. Der Bugatti hat definitiv gecuttet. Das müsste für einige Leute hier eigentlich eine Strafe geben. Ja, wenn ihr könnt, immer im Windschatten hochschalten. Wenn ihr aus dem Windschatten rauszieht und dann hochschaltet, dann habt ihr ein paar Zehntelchen keinen Windschatten, wo ihr sonst welchen haben könntet. Dann habt ihr ein bisschen Momentum. Aber aus Kurve 1 heraus ist der dritte Gang, glaube ich, sinnvoll. Das funktioniert. Ja, ich hole aber zu Gallo auch kaum auf. Wild. Habe auch das Gefühl, dass der Reifenabrieb mit dem Auto gar nicht mal so schlimm ist. Hoffentlich liege ich damit richtig. ...21 Sekunden zu P1. Es könnte sein, dass Daytona halt durchaus ein ziemlich herausforderndes Rennen ist. Oh, ich glaube, ich soll trotzdem wieder Sprit sparen, ja. Sonst wäre ich hier viel zu früh aufgelaufen, glaube ich. Wobei, 7 Zehntel, das hätte auf jeden Fall gepasst.
Let's go, let's go, let's go. Unter 20 Sekunden. 33,5 bisher die schnellste Runde von Gallo. Die dürften wir unterbieten. Zu Swillow nach 3 Runden an der Box. Nee, die 33,5 unterbiete ich nicht. Schade. Wir kommen jetzt erstmals ein bisschen ran. Sehr schön. Sektor 1 schnell. Immer noch 2 Zehntel hier im Delta. Let's go, let's go, let's go. So, unter 19 Sekunden zu Gallo. Und im Ovalabschnitt machen wir mit die meiste Zeit da gut. Eine Zehntel. Diese Runde habe ich noch nicht mal versucht, Sprit zu sparen, aber die Durchfahrt war nicht gut. Wilk jetzt schon bei 13% Tank. Aua. Ich glaube, ich muss wieder die Medium-Reifen mitnehmen. Ich glaube, selbst für 4 Runden, das geht nicht mit Softs. Schon! Muss ich doch ultra viel noch rausholen, damit ich da noch rankomme. Da könnte ich, glaube ich, noch ein bisschen später bremsen in der Rechtskurve. Gut, ansonsten muss man sagen, P3 ist ja eigentlich eher das Ziel. Da muss ich mindestens mal hinkommen. Ich will schon mit dem Gruppe 1 Auto hier halt P1 holen, ne? Und das im besten Fall auch in ungetuntem Zustand. Das war jetzt schon deutlich besser. Ist nah dran an der Penalty, aber ich glaube, es gibt keine. Ja, sehr schön. 16,9. Hier an die Box, dann gehe ich den beiden vor mir aus dem Weg, kann die Reifen aneinander anpassen und wir haben 76% Sprit bisher verbraten, mit ein bisschen Sparen hier und da. Ich würde sagen 77, 78, 79% wäre gut, sonst geht uns wieder der Sprit aus, das wäre nicht so günstig. Auf geht's. Das dauert schon noch einen Moment, ne? So, 77%. Passt hoffentlich. Moinostrosa. Der mir hier nochmal dezent ins Heck fährt. Ehrenmann. Hat er mir gerade Lichthupe gegeben oder ist einfach nur im Rückspiegel irgendwann das Licht weg gewesen? Wegen verschiedener Detailstufen der Fahrzeugmodelle. Keine Ahnung. Und 30 Sekunden glatt zu Gallo, der jetzt an die Box geht. Kann sein, dass es nicht er das war, der enorm viel Sprit gespart hat? Ich weiß es gerade nicht. Sekunden zur Spitze.
Mit 76% Sprit, 77 dürfen wir etwa 17,4% pro Runde verbraten. Aktuell sind wir im Plan. Aber ich muss natürlich aufpassen. 30, 3, 30, 4. Und dran an Wong. War Gallo gar nicht in dem 787B unterwegs? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mein Hirn ist aktuell halt auch echt nicht auf Höchstleistung und selbst das ist nicht unbedingt schmeichelhaft, wenn es mal auf Höchstleistung ist. So, einfach mal dranbleiben an Wong. So lange, bis man hier richtig überholen kann. So, Hybrid bis ungefähr 240, 250 ballert der. Ab da hat der jetzt keine Chance mehr. Hau rein, Kollege. Dreizehntel PB. Och komm! Ärgerlich. Das wird richtig viel Zeit kosten jetzt. Gute Sekunde kostet das, glaube ich. Aber Gallo nicht mal 15 Sekunden weg. Nice. Sind 7. Das ist natürlich irgendwo ganz schmeichelhaft jetzt, dass der Wert runtergegangen ist, aber ich glaube, die Motorbremse im ersten Gang, die hilft enorm gerade mit. Problem ist halt, wie gesagt, diese 14 Sekunden, das klingt zwar gut jetzt, aber einfach nur noch zwei Runden gleich zu haben, um Zeit aufzuholen, ist schwierig. Gut, ich muss im Prinzip nur den Australier und den Neuseeländer hier holen noch, aber auch da ist der Abstand ja jetzt nicht unendlich klein. Boah, viel zu viel Curb. 13-2. Viel Zeit verloren. 13-1. Jetzt haben wir noch zwei Runden und boah, beim Sprit, da wird's eng. Oh, Wilk ist an der Box. Jetzt würde ich nur Bishop holen. 6 Sekunden Abstand. Okay, am Ende der Geraden einfach vom Gas gehen, bevor ich hier am Ende nochmal komplett leer laufe. Immer noch 6 Sekunden. Und 4. Fünf glatt. Ich glaube, der ist im R290 gefahren, oder? Der Gallo. Den habe ich, glaube ich, eh nicht. Müsste ich irgendwie kaufen. 4, 7. 6. Komm. Komm. Oh, Miyazono muss an die Box. Oh mein Gott. Da könnte ich jetzt Glück haben.
Also ich habe 18% Restsprit. Dann muss ich wirklich nur ganz geringfügig sparen, glaube ich. 3,6 noch zu Bishop. Der im XJR9 hier fährt. Den habe ich gerade mal testen wollen auf Suzuka. Ich finde, der hat sich da grausig angefühlt, aber ich habe das Gefühl, auf Daytona, da kann man diese ganzen Gruppe C-Boliden nochmal auspacken, weil die sind sehr, sehr schnell. Muss auch sagen, ich finde es cool, wenn ich diese ganzen Gruppe 1 Prototyp-Events jetzt nicht im ersten Versuch direkt schaffe. Weil es gibt so viele Gruppe 1 Prototypen und ich will die einfach mal auch alle durchtesten. Da finde ich es gar nicht mal schlimm, wenn es mal nicht passt. Weil wir mal einen zweiten, dritten, vierten Versuch brauchen. Ich glaube, das findet ihr auch mal nicht schlecht. Mal eine Challenge für Dave. Mal etwas, wo ich mir die Zähne ausbeiße. Bastop war nicht gut. Trotzdem 0,4 Sekunden noch im Delta. Okay, ich glaube, er musste am Ende nochmal richtig Sprit sparen. Da sind wir nochmal mächtig rangekommen an Bishop. Ich glaube, ich bin in der Gesamtzeit noch nicht mal besser mit dem 787B gerade als mit dem 919. Okay, ich habe am Ende richtig viel Sprit gespart. Wow. Aber wir sind auf P3. Wir haben dieses Event so gesehen abgeschlossen, zumindest im Rahmen des Menübuchs. Nice, und 60 Kilometer fast drauf geschaufelt. Meine Güte, ja, ein wundervolles Automobil, der Mazda 787B. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß bei dieser Episode auf Daytona. Wenn ihr so ist, das könnt ihr aber noch oben gerne mal raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es nach Suzuka, denke ich mal, geht. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten. Tschüss.